Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Wir werden uns heute einen richtig leckeren Cola-Braten machen. Ich habe wie immer alles an Zutaten hier stehen. Diese schauen wir uns jetzt an, dann geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Für unseren Cola-Braten brauchen wir ein bisschen was an Zutaten. Da habe ich hier einmal für die Marinade ein bisschen Cola. Wustersoße, dann ist das Ketchup und Dijon-Senf. Hier haben wir Salz und Pfeffer und hier haben wir noch ein paar Chiliflocken. Und hier auf der anderen Seite, da haben wir unseren eigentlichen Hauptdarsteller, einen Schweinenacken. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum der Schweinenacken hier aussieht, als wenn er schon ein paar Stunden in der Sonne gelegen hätte, das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Den habe ich nämlich gestern Abend schon in eine Cola Brine eingelegt. Denn ich möchte so ein bisschen Cola-Geschmack auch im Fleisch haben und nicht nur wie hier mit der Marinade außen dran. Deswegen habe ich den einmal schon gestern Abend eingelegt in so eine Cola Brine, weil der über Nacht durchziehen muss. Und wie ich das gemacht habe, das könnt ihr euch jetzt anschauen. Für unsere Cola Brine, da brauchen wir folgende Zutaten. Da haben wir hier im Hintergrund natürlich einmal die Cola. Dann brauchen wir etwas O-Saft. Hier habe ich ein paar klein geschnittene Zwiebeln. Wer möchte, kann die auch komplett fein reiben. Ich mache so. Dann haben wir hier Thymian, Cayennepfeffer, Paprikapulver. Das hier ist ein Kräuteressig, Salz und Pfeffer. Und hier vorne haben wir noch ein paar Lorbeerblätter. Und das Anrühren der Brine ist natürlich auch spotten einfach. Dazu brauchen wir uns einfach nur alle Gewürze nehmen. Hier in so eine Schüssel geben. Den drücken wir ein bisschen an. Dazu kommen dann noch die Zwiebeln. Der Orangensaft. Und zum Schluss die Cola. Und wenn wir jetzt alle Zutaten hier in der Schüssel drin haben, ist es wichtig, dass ihr euch da hier so einen Schneebesen nehmt, das Ganze gut aufrührt. Das auch ein bisschen länger, sodass die ganze Schaumbildung weg ist, beziehungsweise dass wir auch grob die Kohlensäure rauskriegen. Also rührt da mal so grobe 10 Minuten. Könnt dafür auch einen elektrischen Handmixer nehmen, dann geht das Ganze schneller. So, und jetzt, wo das gut aufgerührt ist, brauchen wir nur unseren Schweinenacken nehmen und da drinnen einlegen. Ich hoffe, der passt hier rein. Macht keine Sauerei. Oh, das sieht gut aus. So, und so wie das jetzt hier ist, sollte das dann aussehen. Der ist jetzt schön mit der Brine bedeckt. Darauf solltet ihr auch achten, dass das Fleisch wirklich komplett unter Wasser ist. So nach 2-3 Stunden könnte man den noch einmal drehen und wenden, dass wir den halt nochmal nach oben kriegen, dass das wirklich gleichmäßig durchziehen kann. Dann werden wir uns hier den Deckel nehmen. Den machen wir hier drauf. Und so geht das Ganze für 24 Stunden in den Kühlschrank und dann sehen wir uns morgen wieder. Jetzt habt ihr auch gesehen, wie ich den Braten eingelegt habe und was wir dafür benötigt haben. Wie immer stehen natürlich alle Zutaten und das Rezept unten in der Videobeschreibung und jetzt machen wir weiter. Und es gibt ja die wildesten Mythen, wenn man Fleisch in Cola einlegt, dass es sich auflösen soll oder sonstiges. Das ist natürlich nicht so. Denn in unserer Cola ist einmal Zucker drin. Das hat den Vorteil, das gibt dem Fleisch, wenn es einzieht, Geschmack. Und dann haben wir noch Phosphorsäure in der Cola und diese greift halt die Fasern vom Fleisch an. Dadurch wird unser Fleisch einfach nur mürbe, sprich butterweich, zart. Ihr könnt es nennen, wie ihr möchtet. Das heißt, wenn ihr jetzt so ein richtig zähes Stück Fleisch nehmt, legt das eine ganze Zeit lang in Cola ein und grillt euch das dann. Dann habt ihr ein butterzartes oder weiches Stück Fleisch. Es macht es, wie gesagt, einfach nur mürbe, nicht, dass wir das auflösen. Dennoch müsst ihr darauf achten, was für Fleisch ihr habt. Hier so eine Schweineschulter oder wie ich jetzt hier habe, so ein Schweinenacken, der kann mal gut 24 Stunden in so einer Cola drinne liegen. Solltet ihr Hähnchenteile nehmen, wie eine Hähnchenbrust bzw. Putenbrust, dann müsst ihr euch die Zeit natürlich so ein bisschen anpassen, zwischendurch mal reingucken, denn dann ist es möglich, dass wenn ihr das dann im Anschluss grillt, dass euch das auf dem Grill dann so mürbe ist, dass es dann zerfällt. Das wollen wir nicht, deswegen achtet da noch so drauf. Ja, und das war es auch schon. Da wir jetzt unseren
Cola-Geschmack oder generell Geschmack im Fleisch schon drin haben, durch das das Fleisch in der Brine gelegen hat. Brauchen wir jetzt nur noch außen eine schöne Marinade dran machen, dass wir außen auch noch so einen schönen Geschmack dran kriegen. Dazu nehmen wir uns jetzt erstmal hier die Cola, werden da unsere Chili-Flocken reinmachen. Zu den Chili-Flocken kommt dann das Salz und der Pfeffer. Dazu kommt dann noch die Wustersoße. Und zum Schluss der Ketchup und der Senf. Was ihr da jetzt für Senf letztendlich nehmt, das bleibt natürlich euch überlassen. Ich hatte Dijon-Senf genommen. Wer es nicht so scharf mag, der nimmt anderen. So, und dann nehmen wir hier unseren Pinsel und rühren das schön glatt zu unserer Marinade. Wenn unsere Marinade jetzt hier so ausschaut, ist das vollkommen ausreichend. Ist alles schön miteinander vermischt. Wundert euch auch nicht, dass die so flüssig ist. Das ist gewollt. Jetzt stellen wir das beiseite, holen uns den Braten und dann werden wir unsere Marinade nehmen und einmal dünn hier auf unseren Braten auftragen. Und ihr seht, wenn der hier so einen Anstrich verpasst gekriegt hat, sieht er auch schon wieder einigermaßen appetitlich aus. Somit haben wir unseren Braten jetzt komplett fertig für unseren Grill. Den werde ich jetzt im Hintergrund starten, dann werden wir unser Fleisch nehmen, es drauflegen und wichtig, die Marinade, die hier jetzt noch über ist, bloß nicht wegschütten oder sonst was mitmachen, denn die brauchen wir im Laufe des Garvorgangs noch, denn wir werden inzwischen durch immer mal wieder ein bisschen damit einpinseln, dass immer wieder neu die Marinade auf dem Fleisch ist. Aber das seht ihr gleich, ich mache mich an den Grill, da sehen wir uns gleich wieder. Mittlerweile sind wir am Grill. Heute werden wir wieder den So Gambo nutzen. Der ist eingeregelt auf runde 170 Grad. Auf damit. Dann wie immer indirekte Setup. Dann habe ich noch eine Schale reingemacht, damit uns das Gedöns, was runtertropft, nicht den Grill so einsaut. Und jetzt werden wir das Stück Fleisch nehmen. Drauf damit. So positionieren, dass wir schön mittig auf der Schale liegen. Dann schnell den Deckel wieder zu. Und der bleibt jetzt drauf bis zu einer Kerntemperatur von 70 bis 75 Grad. Sobald er anfängt Farbe zu kriegen, werden wir unsere restliche Marinade nehmen, die immer schön neu drauf pinseln. Ja, und dann warten wir jetzt ab und dann sage ich bis später. Mittlerweile ist etwas mehr als eine Stunde rum. Wir schauen jetzt das erste Mal rein. Boah, das sieht schon mal mega mäßig aus. Jetzt habe ich hier mein Einstichthermometer. Jetzt werde ich das erste Mal hier oben im Kern mal messen. Aber wie ihr seht, wir haben hier noch keine 40 Grad. Bis zu 70, 75 dauert es noch eine Weile. Aber da er jetzt schon etwas Farbe annimmt, werden wir uns hier unsere Marinade nehmen und den noch einmal schön großzügig damit einpinseln. Und das werde ich dann wiederholen, so alle halbe Stunde, bis wir dann unsere Kerntemperatur erreicht haben. Weil ich denke mal, gut anderthalb Stunden braucht er noch. Und dann sehen wir uns dann wieder, wenn es soweit ist. Und gucken muss ich hier hinten, kriegt er ein bisschen mehr Farbe. Das heißt, ich muss ihn gleich einmal drehen, weil von hinten die Hitze immer hochgeschossen kommt. Weil ich will ihn ja auf der einen Seite nicht dunkler haben als auf der anderen. Ja, und jetzt heißt es wieder warten. Gute zweieinhalb Stunden sind jetzt rum. Unser Braten ist fertig. Den werden wir uns jetzt angucken und anschneiden. So sieht er schon richtig gut aus. Hier seht ihr auch, hier ist wieder schön unser Zucker karamellisiert. Hier, den kann man auch wieder schön abmachen und wie ein Bonbon essen. Aber jetzt machen wir erstmal schön den Mittelschnitt. Oh. Und ich hoffe, man kann sehen, was da an Wasser rauskommt. Einstellungen wechseln und wie gesagt, ich hoffe, man sieht es hier. Ohne großartiges Drücken. Das Wasser läuft hier raus, als wenn wir Wasser dann aufgedreht hätten. Oder hier. Das Brett ist geflutet. Ich schneide eine Scheibe runter.
Ich kann es nicht mehr abwarten. Herrlich. Hier habe ich ein Stück von unserem Cola-Braten. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Also butterzart ist er schon mal. Das war jetzt ein Stück mit Rand. Da kommt jetzt die Süße von der Cola gut durch. Dann den Ketchup schmeckt man raus, den Senf auch. Ist für außen super. Die Chili, die kommt hinten auch nochmal schön mit dran. Jetzt habe ich hier nochmal ein Stück nur Fleisch, ohne dass wir jetzt Rinde, Kruste drum haben. Ja. Also geschmacklich ist das Ganze echt eine Wucht. Den Cola-Geschmack, den hat man jetzt außen so ein bisschen, so von innen her merke ich ihn nicht. Das fehlt mir so ein bisschen, aber von der Würze her ist der innenrum megamäßig. Man schmeckt diese schöne, geile Süße, die Säure vom O-Saft, das ist also die Frische vom O-Saft. Also das ist echt megamäßig. Nur halt die Cola-Note finde ich jetzt für mich persönlich, die geht so ein bisschen unter. Mehr nehmen kann ich nicht. Vielleicht noch länger drin liegen lassen, dass es vielleicht noch mehr einziehen kann. Aber so würde ich es trotzdem jedem empfehlen, nachzumachen. Geschmacklich, wie gesagt, 1A. Probiert das aus. Allein von der Saftigkeit her, von der Zartheit her. Der ist richtig mürbe. Das hat halt die Cola verursacht. Man hat gesehen beim Anschnitt, was da rausgelaufen ist. Ich habe ihn jetzt bei 72 Grad runtergenommen gehabt. Und ja, wie ich schon gesagt habe, macht das nach. Probiert es. Lasst mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Damit wären wir dann für heute wieder durch. Ich hoffe, das kleine Video zum Cola-Braten hat euch gefallen. Ist dem so, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, dann über einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt ihr das jetzt gerne hier oben nachholen. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und dann, wie immer, bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.